Nach Frankreich ist vor Portugal ständig Spiele bei dieser EM. Verrückt, verrückt. Alle paar Tage ein Spiel. Und deswegen ist mein Kollege Tilman Miehl auch schon wieder in Herzogenaurach beim Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft. Servus, Till. Florian, grüß dich aus Herzogenaurach nach Augsburg. Ja, und nimm uns vielleicht mal mit. Man sieht im Fernsehen, im anderen Fernsehen, immer diese großen Bälle. Du hast auch jede Menge große Bälle um dich rum. Ich glaube, es gibt da so eine kleine Hierarchie, wer wo eigentlich steht. Nimm uns mal mit, bitte. Gib Obacht, Florian, gib Obacht. Und verehrte Seherinnen und Seher, da seht ihr erstmal einen Ball, da filmt niemand. Da links seht ihr schon jemanden aufzeichnen. Hinten bei dem Ball, da zeichnet oft der Kollege Uli Köhler für Sky auf. Uli Köhler übrigens permanent auf Sendung, ich glaube 25 Stunden am Tag. Annette Sattler auch dort für die Telekom. Und das ZDF hat nochmal einen Special-Platz neben dem Gebäude, das ihr da seht, links drunter. Da zeichnet ganz gern das ZDF auf. Mit So. den Rundfunkschirmen da. Mit den Rundfunkschirmen. Ja, genau, exakt, Genau, genau. weil man hat es ja gern schattig beim ZDF, weiß man ja. Ja, aber wir von der Augsburg Allgemeinen, wir knallen uns in die Sonne einfach, weil wir es Klar, können und weil klar. ich braun werden will. Und weil du eher so der Latino-Typ bist eigentlich. Ja, Manche ja. sagen so, manche sagen so. Meine Frau Ja, sagt so. aber nimm uns mal mit heute zum Training. Was war heute im Training geboten? Du kommst gerade von einer Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft. Was gibt es zu berichten? Das Training war heute spektakulär, weil die Herren heute beschallt wurden. Es gibt so einen EM-Fanbus, da sind glaube ich vier, fünf Typen drinnen, also der Schwarz-Rot-Gold. Den Bus hat man gar nicht gesehen, aber er hat das Training beschallt mit einem 90er-Hit, also Baby Give It Up von Cut Move, nur mit einer Boah. anderen Textzeile. Deutschland geht jetzt ab. Sensationell, die Spieler wirkten durchaus angetan davon. Jogi Löw, weiß ich nicht, der wollte nämlich die Jungs gerade zu einer Besprechung zusammentrommeln auf dem Feld, hat er dann auch durchgezogen, da lässt er sich nicht beirren. Das soll sich mal nicht so haben. Zeit für 90er-Mucke ist immer, das weiß jeder. Nee, sehr gut. Klar. Finde ich schon mal stark. Gute Einstimmung, war wahrscheinlich gar nicht so angefordert von Yuki, aber vielleicht hat Oliver Bierhoff irgendeinen speziellen Deal mit einer Mit der Plattenfirma. GEMA. Ja. Mit der GEMA, genau. Nee, also die Motivation ist da, das kann man so festhalten. Das ist aber, glaube ich, bei einer EM jetzt keine Spezialgeschichte. Motivation sollte da sein. Worüber es sehr viele Diskussionen gegeben hatte, war die Taktik zuletzt. Oder über die gibt es immer noch Diskussionen. Der Deutsche fremdelte bis Ende der 90er Jahre mit der Viererkette. Mittlerweile gehört sie fest zu unserer, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, DNA. So sehr, dass man mittlerweile sagt, weg mit der Dreierkette, Jogi, hör auf damit, wir wollen unsere teutonische Viererkette wieder haben, weil wir uns davon mehr erhoffen, mehr Offensiv-Umschaltspiel, ja. Wie siehst du das Ganze? Ich sehe das gar nicht so als Systemfrage. Ja, also man kann auch mit der Dreierkette offensiv spielen. Nagelsmann lässt spielen, Guardiola lässt ganz gern mal spielen. Zeitlang war es das neue tolle Ding, irgendwie man, wenn man viele Systeme spielen kann. Die Deutschen können viele Systeme spielen. Ich glaube, dass die Dreier- respektive Fünferkette manchmal auch durchaus angebracht ist und manchmal ist es eben die Viererkette. Ich glaube auch, dass die Deutschen gegen Portugal mit einer Viererkette spielen werden. Aber nicht, weil Jogi jetzt sagt, die Fans wollen die Viererkette, sondern weil für ihn wahrscheinlich denke ich mal, die positiven Gründe überwiegen, jetzt dann wieder mit einer Viererkette zu spielen und mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Weil man da einfach ein bisschen mehr Druck nach vorne entfalten kann, auch wenn Jogi Löw das im Vorfeld mal in Abrede gestellt hat, die Dreierkette sei eigentlich das offensivere System seiner Meinung nach. Ja, das kann man jetzt auch wieder so und so sehen, aber ich glaube, man will mit einer Viererkette letztlich mehr Druck auf die Portugiesen ausüben, weil dann eigentlich ja die beiden offensiven Außenspieler ohnehin schon mehr Druck nach vorne machen und dann hat man noch zwei statt drei Innenverteidiger, folglich auch einmal mehr im Mittelfeld. Ja, wäre sozusagen the way of. Ich muss da kurz was Persönliches loswerden. Ich finde es ein bisschen schwierig. Jogi Löw hatte 3 Jahre Zeit, nach der WM die Weichen zu stellen für diese Mannschaft, ein System zu etablieren, eine Achse zu etablieren. Und ja, jetzt ist es so, jetzt sind wir bei der EM und jetzt wechseln wir ständig zwischen EM-Dreierkette und EM-Viererkette potenziellerweise. Die Mannschaft kann man auch nicht so richtig von der Achse sprechen. Kurz vor Start der EM wurden Hummels und Müller zurückgeholt. Volland, der 5 Jahre, bist du das eigentlich, Till? Bisschen ganz im Bauch reden. Das sind hier die Kröten, wirklich stark, Okay. ja. Um gegen meine Meinung zu protestieren, innerlich, ja. Nein, was ich sagen wollte, ist, es wird sehr viel gewechselt. Es ist keine Achse, kein eingespieltes System zu erkennen.
Und das muss ich dem Löw ankreiden, meiner Meinung nach. Also man hatte genügend Zeit, was aufzubauen, und jetzt wird doch wieder ständig hin und her gewuchselt. Wie siehst du das? Ich sehe jetzt das Problem nicht mit Dreierkette oder Viererkette. Das sind Systeme, da sollten die wechseln können, auch im Spiel prinzipiell. Aber es fehlen, da gebe ich dir recht, einfach feste Abläufe im Spiel. Man weiß jetzt gar nicht, wie soll das deutsche Spiel ausschauen. Ist es Ballbesitzfußball? Ist es Tiki-Taka? Ist es ein schnelles Umspielspiel? Ist es Pressing? Und das ist prinzipiell unabhängig von Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, sondern die Idee, wie soll mein Fußball ausschauen, die ist in den letzten 3 Jahren wirklich verloren gegangen. Nach der WM hat er gesagt, verständlicherweise, okay, das mit dem Ballbesitzfußball, das hat so nicht hingehauen. Wir gehen es jetzt mal ein bisschen defensiver an, Umschaltfußball. Und jetzt hast du gegen Mannschaften wie Franzosen wieder mehr Ballbesitz. Und das ist auch okay, aber ich sehe die Idee in dem Fußball nicht. Und ich finde, erst sollte die Idee stehen und dann ist das Personal relativ unabhängig sogar. Also dann kannst du auch mal 2, 3 Spieler reaktivieren. Ja? Dann kannst du zwischen Dreierkette und Viererkette wechseln, wenn du eine fixe Idee hast. Aber hoffentlich werden sie uns morgen Lügen strafen oder am Samstag Lügen strafen und wir werden danach in Sack und Asche stehen und sagen, Jogi, alles richtig gemacht, sensationell. Klar. Und wir haben es vor allem immer gewusst. Ja, klar. Sind wir dann die Ersten, die das auch sagen? Nein, aber es ist ja wirklich so, wenn man sich andere Vereine, die ich vorhin gesagt habe, andere Mannschaften anschaut, Paradebeispiel natürlich jetzt immer die Franzosen in jeder Hinsicht, aber da gibt es eine Viererkette. Aber da gibt es vor allem eine Mannschaft, die komplett eingespielt ist, in der jeder weiß, welche Aufgaben diese und jene hat. Da kann man schon auch mal so wie jetzt so einen fröhlichen Neuzugang wie Benzema integrieren, der sich ja bislang... So ein guter Laune-August, ja. So ein guter Laune-August, der vor ein paar Jahren aus der Nationalmannschaft geflogen ist, weil ein Mitspieler anhand eines bekannten Videos erpresst hat. Aber sei es drum, sprich, man kann da schon neue Spieler mal integrieren, aber das Konzept steht eigentlich. Und das gibt es in dieser Form nicht beim DFB, bei der DFB-Auswahl. Ich glaube, es ist Zeit. Oh, ich höre gerade, es ist Zeit für den Gong zur steilen These. Oh. Für alle, die das noch nicht wissen, am Ende unserer fidelen Videos werden Till und ich jeweils eine steile These vorstellen, zu der wir uns natürlich total committen, würde Olli Bierhoff sagen. In der ersten Ausgabe unseres Talks hat Till gleich mal richtig gut reingegeben mit seiner These, die Türken, die können was. Die sind von einem Geheimfavoriten zu einem Geheimfavoriten geworden, nachdem sie jetzt die ersten beiden Spiele verloren haben. Sensationeller Schenkelklopfer, Flo. Danke. Ja, super. Ich hab in diesem Internet gefunden. Und das hat dir in deinem privaten Umfeld, habe ich gehört, auch schon sehr viel Ruhm eingebracht, Till. Mhm, ja. ich bin auch gespannt. Ich glaube, dass allein schon die steilen Thesen aus der ersten Folge uns durch dieses Turnier tragen werden. Denn ich habe ja gesagt, dass Belgien und England beide nichts reißen werden. Ich habe schon mal überlegt, ob es möglich ist, Belgien gegen England im Finale. Das ist möglich. Das wäre schön, ja. Genau. Dann lagst du bei einer Mannschaft richtig, weil der Verlierer hat ja nichts gerissen. Genau. Sage ja, also ja. Alles richtig. Und das ist für uns natürlich Grund genug, noch mit weiteren steilen Thesen aufzuwarten. Meine steile These gleich zu Beginn. Ich glaube, dass gegen Portugal ein Punkt reicht, um weiterzukommen. Sofern man gegen Ungarn natürlich gewinnt und das am besten relativ hoch, dann hätte man 4 Punkte. Und wie jeder weiß, die UEFA hat es gerne, wenn möglichst viele Mannschaften dabei sind, möglichst wenig Mannschaften ausscheiden. Mhm. Heißt auch, der dritte Platz würde mit 4 Punkten höchstwahrscheinlich zum Weiterkommen berechtigen. Und ich glaube, also klar, siegen ist immer besser, aber ich glaube, Punkt gegen Portugal reicht sogar schon. Bitte. Okay, meine steile These, gleich 2 steile Thesen. Mit einer gebe ich mich nicht zufrieden. Erste, Leroy Sané wird spielen am Samstag. Einfach weil Havertz nicht überzeugt hat, ist jetzt noch nicht so steil. Und ich glaube, ich bin mir sicher, Sané macht ein richtig gutes Spiel. Also Gündogan redet ihm gut zu, hat ihn in einem Interview schon fast gefordert, dass er Vertrauen braucht und Vertrauen über 90 Minuten auch braucht. Und ich glaube, dass Sané jetzt dieses Vertrauen auch zurückzahlen wird und eine Sensationspartie spielen wird. Dein Wort in des Fußballgottes Ohr, Till. Ja. Wir hören uns und sehen uns nach dem Portugal-Spiel wieder. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, Leroy Sané sollte dieses Video sehen. Ja, vielen Dank. Bis bald. Dann. Ciao, ciao. Ciao.